Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's, wie immer, Gunshot, und ich melde mich wieder zu Escape from Tarkov. Ein bisschen was habe ich euch zu erzählen. Einige von euch haben das vielleicht selber schon verfolgt bei Facebook etc. Wir werden dort ja auch immer von den Entwicklern mit neuem Stuff versorgt. Und das ist natürlich auch ein Teil, also Facebook, wo ich meine Infos herbeziehe, genauso wie von der Homepage. Ja, ich möchte bei den ganzen Sachen, die ich jetzt mal so ein bisschen ansprechen möchte, erstmal so aufs für mich Wichtigste eingehen, was mich so am meisten interessiert hat und wo ich denke, das interessiert auch gerade die meisten, die nicht in der Lage sind, die Closed Alpha zu spielen. Und zwar geht es einmal um die Grafik, um die Veränderungen, die natürlich jetzt auch weiterhin in der Entwicklung stattfinden. Und dazu haben die Entwickler uns Bilder gegeben. Bilder, die im Endeffekt jetzt aufzeigen, wie weit denn diese Grafikverbesserung mittlerweile geht, inwiefern sich das jetzt schon zu dem Vergangenen unterscheidet. Und deswegen blende ich euch natürlich auch die Bilder hier gerade die ganze Zeit ein, damit ihr selbst mal sehen könnt, was sich da denn auch grafisch tut, weil es ist in der Closed Alpha bzw. in dem ganzen Prozess natürlich noch nicht alles fertig. Genauso auch was die Grafik angeht, nicht nur die Spielinhalte, es wird immer weiter verfeinert und hier könnt ihr echt mal sehen, wie geil die Effekte jetzt mittlerweile rüberkommen, die ja alle nach und nach fertiggestellt und implementiert werden. Die außer Closed Alpha, die werden das natürlich selber auch schon selber mitbekommen haben nach den Updates, dass dort immer kleinere Veränderungen stattfinden. Und gerade das finde ich extrem geil, wirklich, was sich da mit der Grafik tut. Leute, ist das nicht episch schön? Das ist doch, da kriege ich, ich könnte mich verlieben. Das ist doch phänomenal, ich weiß nicht, keine Ahnung, also mich flasht die Grafik einfach so. Also die Bilder sind natürlich auch extrem gut gemacht und gut eingefangen in dem Moment mit den Effekten. Hammer auf jeden Fall. Ja, die Entwickler sagen natürlich auch, dass die Entwicklung voll im Gange ist und die wirklich pausenlos daran arbeiten, so ungefähr. Und dann stolz natürlich auch verkündet haben, dass das Entwicklerteam mittlerweile über 70 Leute fasst. Das heißt, da auf jeden Fall auch nochmal ziemlich Veränderung und Zuwachs gekommen ist, was uns natürlich auch zugutekommt, desto mehr Leute im Endeffekt natürlich an der Entwicklung beteiligt sind, beziehungsweise da mitwirken können, desto mehr kann natürlich auch in kürzerer Zeit rein theoretisch geschafft werden und vor allen Dingen auch noch mehr umgesetzt werden von den Sachen, die sich die Leute oder die Community in den Kopf setzen, wo die Entwickler vielleicht selber noch so ein bisschen am Nachdenken sind. Wollen wir das nicht? Ein großes Entwicklerteam kann natürlich auch Nachteile bringen, aber bis jetzt sehe ich da nur Vorteile, gerade wenn ich mir die ganzen Sachen zur Grafik anschaue etc. pp. Und die ganzen kleinen Verbesserungen, die im Endeffekt auch an der Alpha stattfinden. Also es wird echt gearbeitet und ich finde das echt positiv, da passiert wirklich einiges. Aber natürlich findet nicht nur da Neues statt. Nein, im Endeffekt werden natürlich auch weitere Waffen wieder implementiert. Jetzt haben sie das letzte Waffenmodell gezeigt. Das war die AK-74SU. Und zwar im Endeffekt mehr so die Kompaktversion der AK-74. Und gerade hier bei den Bildern, da haben sie echt viele geliefert, sehen wir wieder, wie detailreich die wirklich ans Werk gehen mit dem Ganzen, ja. Wir sehen wirklich einzelne Bauteile. Wir können direkt in die Waffe reingucken. Wir sehen im Endeffekt wirklich einfach alles. Und so eine große Detaildichte ist mir wirklich aus keinem anderen Game bisher wirklich bekannt. Und ich finde das wirklich extrem geil. Natürlich ist aber nicht alles nur waffengrafikspezifisch. Nein, die Story geht der natürlich auch weiter bei Escape from Tarkov. Da haben die Entwickler auch wieder drei kleine Bilder bzw. Zeitungs- oder Internetausschnitte im Endeffekt präsentiert. Ja, in dem einen Zeitungsartikel haben wir zum Beispiel einmal, dass vier Polizisten zum Beispiel gekillt und zwei tödlich verletzt wurden. Das alles, so diese Zeitungsschnipsel und so weiter, zeigen uns, wie diese Krise im Endeffekt entsteht, wie sie entstanden ist. Diese Background-Information, das wir sonst im Endeffekt ja oft nicht haben, ne? Oft wird man einfach bloß, ja, vor vollendete Tatsachen gesetzt, so von wegen, pass auf, wir haben jetzt eine Apokalypse und überlebe. Wieso, weshalb, warum, wird nie geklärt. Gibt es bei den Spielen meistens auch nie Hintergrundmöglichkeiten, irgendwas zu erfahren. Ja, vielleicht braucht man das nicht immer, aber gerade bei so einem Spiel, was natürlich auch einen Story-Mode hat, da möchte ich doch auch Background-Informations haben und das machen die Entwickler wirklich gut. Also man kann sich jetzt vorab, bevor man das Spiel überhaupt richtig in den Händen halten kann, bevor man richtig einsteigen kann, kann man sich schon angucken, wieso, weshalb, warum bin ich jetzt eigentlich in dieser Scheißlage, meine Freunde. Ja, meine Freunde, das waren jetzt einmal die Informationen, die ich für euch zusammentragen wollte. Wieder klein und fein. Ich habe jetzt hier im Anschluss noch das Video rangeknallt,
wo im Endeffekt die Entwickler die Waffen wieder auf dem Schießstand bzw. auf der Schießstation ausprobieren und ihr halt mit dabei sein könnt, nicht nur per Foto, nein, die haben es aufgenommen mit Sound etc. Und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten für die, die es noch nicht gesehen haben. Also wünsche ich euch natürlich mit dem Video da nochmal viel Spaß. Ansonsten, liebe Freunde, wenn ihr Fragen habt, wie immer in die Kommentare. Ich hoffe natürlich, dass das Video euch gefallen hat. Falls nicht, wie immer konstruktive Kritik in die Kommentare. Falls doch, bitte einen Daumen nach oben. Und ja, ich würde sagen, ich sammle weiter Informationen und melde mich dann natürlich wieder zurück. Und bis dahin, meine Freunde, wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot. Чегуанду, всем привет, пацантре. Мы находимся сейчас в Подмосковье на военном полигоне в гостях у концерна Калашников. Будем записывать звуки и работу с различным оружием, чтобы как можно более реалистично передать его в нашей игре. Делай, что его, братан.